Sie kommen zurück und dann ist Fistpick. Sadness Gallery of Anniversary Edition. Dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. Bärenfalle. Was gibt es? Versteigt ein wenig zu leveln. Na toll. Gesehen haben. Voll erschlossen, die wir jetzt auf der Bedrohung wären. Das ist auf der Stufe, die sind die noch leicht zu besiegen. Okay. Schau ja, ich muss starten. So. So, okay. Aber ja. Keine Dietriche. Was die Leute haben, nicht schlecht. Bin immer noch da. So. Ja, jetzt komme ich doch. So, ich höre das erste Mal. Ihr geht vor, ich folge. Stimmt, werde ich noch nicht einmal. So, wir sind hier jetzt gefangen. Ich hätte verdient, mich um ihn zu befreien. Hat jetzt auch einen Schlüssel dabei? Geht hier auch irgendwas anderes zu öffnen? Hä, das war Hebel oder sowas, gab es hier doch wohl nicht. Tatsächlich. Ich bin natürlich sehr angepisst, weil die gefangen gehalten wurden. Deswegen helfen die uns auch ein wenig. Ihr seht, hier ist der Ampiermeister, die anderen sind gleich kein Ampiermeister. Was ist denn für ein Ampier? Ampierfeldling, der ist einfach Ampierfeldling, wie ihr seht, die anderen sind wahrscheinlich auch einfach Ampierfeldlinge. Ja, er hat die Einheit erwischt. So. So. Was war das?
Los, Jungs! Aha! Soll ich den Mai schon durchsucht? Ja, habe ich. So, falls ihr vielleicht was ich hier die Fahrt danach soll, als werdet ihr hier wissen. Bitte, helft mir! Das ist ja also Ohrthorn. Ja, ja, hat Erzmagier Aren euch geschickt. Ihr seid doch hier, um mich zu retten, oder? Ich bin jetzt aber retten, um euch zu retten und die Bücher zu holen, die ihr gestohlen habt. Hier? Ich wusste, Aren würde mich nicht hier drin lassen. Eigentlich... Ich hol mich wohl aus diesem Käfig raus, bevor sie zurückkommen. Na egal, lass mich mal, na. Und die Bücher, die ihr gestohlen habt? Ich habe sie nicht mehr. Sie hat sie mitgenommen. Die Ruferin. Sie hat mich auch hier eingesperrt. Bitte, lasst mich hier raus! Warum seid ihr in diesem Käfig? Sie haben mich hier eingesperrt, bis sie so weit waren, mich für eines ihrer Experimente zu benutzen. Das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Ich dachte, sie wollten meine Hilfe. Stattdessen haben sie mich als Versuchskaninchen eingesperrt. Gib mir einen Schlüssel für diesen Käfig. Nein, ihr müsst die Hebel dort in der Mitte benutzen. Zieht nur nicht aus Versehen am Falschen. Bitte beeilt euch. Ich bin nämlich nicht gerne eingesperrt. Ja, okay, was soll denn das warten? Halt schauen, hier waren nur Wölfe drin, aber hier war nichts Wissliches. War ich da drin? Scheint leer zu sein. Öffnen wir mal kurz beide und schauen, was in dem anderen dort drin ist. Danke, danke, danke. Ich verspreche, ich werde helfen. Dann gehe ich zurück zur Akademie und werde sie anflehen, mich wieder aufzunehmen. Und wo sind die Bücher? Ach ja, natürlich. Ich wollte es euch ja sagen, nicht wahr? Die Ruferin muss sie haben. Sie war an einem der Bände sehr interessiert. Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Ihr habt mich gerettet. Habt vielen Dank. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wäret. Ich helfe euch, hier rauszukommen. Versprochen. Ich brauche eure Hilfe nicht. Aha. Verstehe. Dann werde ich euch einfach ganz unauffällig und mucksmäuschenstill folgen. Ihr sollt euch in Sicherheit bringen. Braucht meine Hilfe nicht? Ja, vielleicht könnt ihr wenig Hilfe gebrauchen. Ich werde mein Bestes tun. So, mal schauen, was haben wir hier zitieren? Na, wer da war, ist das ehrlich gesagt. Sorry, so. Ah, Honig, so. Ah, Käse. Brot. So, Zutaten. So. Und es beginnt. Noch einmal. Gut, wir machen eine kurze Pause und machen dann mit Zerstörungszaubern weiter. Was? Ist da jemand? Komm schon! Ist das schon alles? Okay. Wow. Und gerade habe ich aufgestiegen.
Keine Schuld. So, Kien, wer geht's? Und es beginnt. Noch einmal. Gut. Wir machen eine kurze Pause und machen dann das Zaubern. Einer weniger, einer hin. Das war aber knapp. Da wäre ich gestorben. Okay, dann hören wir mal. Moment, ja kurz. Ja, das habe ich schon machen, egal. Wieder die Gesundheit. Obwohl besser lieber habe ich lieber eine Zerstörung oder etwas. Also jetzt kann ich nur das machen. Das war hier ist eine Besserung hier. Aber jetzt habe ich vielleicht etwas, ich glaube, ich habe vielleicht noch andere Magie noch ein bisschen. Habe ich dann erstmal. Ah. Ja, ich hole jetzt eine Quest. Ah, habe ich jetzt auch bekommen. Obwohl ich jetzt hier mit, also, es ist ja einer auf Englisch, wie man hier sieht. Wahrscheinlich Englisch nicht so gut, da könnt ihr selbst übersetzen. Also ihr wisst schon, pausieren, übersetzen. Okay, ich bin fähig, ja, schlecht in Englisch, aber ja, ich nicht übersetzen kann, ehrlich gesagt. Wenn ich was hier mitnehmen. Ah, also das ist auf jeden Fall schon mal was Neues, hatte ich vorher auch nicht. Das hier schon. Oh, Totenbeschwörer, seid vorsichtig. Was? Da ist jetzt bei alle waren. Ah, Spitze. Ja, alles toll. Also werfe ich jetzt mal ein bisschen Beschwörung. Nehme ich jetzt mal einen toten Mario, dass ich jetzt mal zurückhole. Also auf meiner Seite wohlgemerkt. Wo heißt überhaupt? Funktioniert, super. Halbe Beschwörung, halbe ja, Beschwörung leveln. Thank you.
Warum bin ich bloß hierher gekommen? So, weiter geht's. Bin ich einfach noch ein Buch, meine ich, oder nicht? Nein, ich hab's nicht gelesen, dass ich hier schon etwas leveln. Ich muss hier raus! Einige Bücher können auch leveln, einige Bücher nur an die Liste einfach. Na, da ich jetzt vielleicht bestimmt wieder lesen wollen, obwohl. Könnt ihr euch im Internet heraussuchen. Der, wenn ich hier einfach Skyrim hieß, das Buch, dann müsste da auch der Text des Buches auch so zu finden sein. Einfach über Google geht schon. Über Google Chrome zumindest. Na. Schlüssel dafür haben wir leider nicht. Hey, haut noch mehr Sätze hier, ihr Lieben. Ja, aber das heißt, ich habe nicht gut Magica. Ein wenig besser mal Beschwörung. Hier entlang. Haben wir denn Zimmer aus die Magierkleidung, die ich trage? Wenn ich ja kurz. Okay, ist besser. Ist es derselbe? Tatsächlich. Sieht es da besser aus? Mal schauen. Naja, ich würde hier immer mehr Akademiekleidung. Bist vorerst. Aber jetzt doch ich doch vorlesen. Wie töte ich einen Troll? Finn. Oder? Hier bin ich Finn. Ja. Seid gegrüßt, Mitreisender. Ich heiße euch zu diesem Leitfaden herzlich willkommen. Auf den vorderen Seiten werde ich alles erörtern, was ihr über den Kampf gegen Trolle wissen müsst. Hier die unglaublichen Heilkräfte zunichte macht und ihre Vorliebe für Kälte zu seinem Vorteil nutzen kann. Ich verrate euch sogar meine bewährte, bislang geheime Methode, um Trollen zu töten. Neugierig, das hoffe ich doch.
Trollfett ist ein wertvoller Rohstoff und wer auf die Jagd nach Trollen geht, kann sich auf Reichtum und Ehre freuen. Nun denn, frisch ans Werk. Bitte eins, ich habe einen Troll entdeckt. Wenn ihr glaubt, einen Troll entdeckt zu haben, bleibt ruhig und zieht euch langsam zurück. Der kluge Jäger weiß, dass eine gute Vorbereitung der Schlüssel zum Erfolg ist. Und Troll soll man sicherlich nicht unvorbereitet jagen. Aber habt ihr da wirklich einen Troll gesehen? Der erste Schritt auf eurer Jagd besteht zum Erkennen eurer Beute. Trolle haben einen etwas menschlichen Körperbau und lange, muskulöse Arme mit krallenbewehrten Fingern. Ihr großer Mund ist gefüllt mit spitzen Zähnen. Ideal zum Zerreißen der Knochen törichter Jäger, die mein Buch nicht gekauft haben. Zweifelsohne ist das charakteristische und ungewöhnliche Merkmal der Trolle ihr drittes Auge in der Mitte der Stirn. Die Haut der Trolle ist mit dichten, struppigen Fell bedeckt. Das Farbe je nach Region variiert. Bei Höhlentrollen ist es bräunlich, bei Schnee- oder Eistrollen weiß. Kapitel 2. Schluss mit der Heilerei. Ihr habt also einen Troll entdeckt und seid ihn nun auf den Fersen, bereit für den Angriff. Euch erwartet ein harter Kampf. Ihr seid jedoch Kampf, der sich jedoch als profitabel erweisen dürfte, sollt ihr überleben. Als erstes werdet ihr feststellen, dass Trolle für ihre Größe unglaublich schnell und stark sind, da sie mit ihren starken Armen und Krallen auf ihre Opfer einprügeln, empfehle ich dringend die Verwendung eines Schilds. Wenn ihr tapfer oder dumm genug seid, ohne Schild gegen Trolle zu kämpfen, werdet ihr Experte im Parieren mit eurer Waffe sein. Wer dumm genug dafür ist, der wohl eher nicht. Trolle verfügen außerdem über die Fähigkeit, Wunden schnell heilen zu lassen. Daher solltet ihr euch auf keinen langen Kampf mit ihnen einlassen. Ja, Geschwindigkeit, Aggressivität. Sorry. Wo war ich? Langkampf mit ihnen einlassen. Geschwindigkeit und Aggressivität sind die Schlüssel zum Besiegen eines Trolls, da es in Tamriel kein Wesen mit mehr Ausdauer gibt. Natürlich gelangt man auch mit Geschwindigkeit und Aggressivität gegen einen wütenden Troll nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und da kommt meine Geheimwaffe ins Spiel. Kapitel 3. Finns Geheimwaffe. Feuer. Mein Freund, dieses Wort soll sich förmlich in euer Gedächtnis einbrennen, da Feuer perfekte Waffe für Treuiger darstellt. Ich kann nicht oft genug wiederholen, wie wichtig Feuer im Kampf gegen Trolle ist. Selbst Exemplare, die nicht in kalten Klimazonen aufhalten, kann das Feuer verletzen. Wenn ihr keine Feuermagie einsetzen könnt, verwendet mit arkanen Flammen verzauberte Waffe. Und warum sind Trolle anfällig für Feuer? Gerüchten zufolge können sich Verbrennungen nicht so gut heilen. Ich kenne die Antwort nicht, aber eins kann ich euch versprechen: Feuer wirkt bei Trollen. Das ist eine immer wieder bewiesene Tatsache. Kapitel 4. Nutzung des Fetts. Der Troll mag zwar tot sein, aber eure Eis noch nicht beendet. Lasst die Flamme erlöschen, versucht Leiche des Trolls. Wenn ihr Glück habt, findet ihr Fettpolster, die einen guten Preis bei Trankmischer einbringen. Wenn ihr selbst mit der Alchemie könnt ihr das Fett auskochen, um es für alle Arten von Tränken und Stärkungsmitteln zu verwenden. Wenn ihr ihn finden könnt, sollt ihr euch den Bau des Trolls ansehen. Vielleicht gibt es dort ein paar Überbleibsel eines dummen Abenteurers, der zu geizig war, dieses Buch zu kaufen. Teils ohne könnt ihr sein Geld eine bessere Verwendung zuführen. Nun wisst ihr alles, was ihr benötigt, um euren Lebensunterhalt als wohlhabender und aber teurer zu verdienen. Nun denn, geht hinaus und schnappt euch diese Trolle. Tja. Ich denke, wir gebrauchen für spätere Quests. Da mache ich natürlich ein bisschen was. Mensch, der Fett fehlt noch nicht.
Okay, halt schauen. Hey, brauche ich dir noch? Ah, egal. Ich finde schon wieder welchen. Früher oder später. Jetzt will ich nochmal zurück zu euch Wienerburg gehen. Mich mal, war noch ein Durchgang, ob ich nicht übersehen habe? Nee. Ja, kurz. Ach, stimmt, ja, da war ich ja schon. Da war ich also schon mal so reinzukommen. Also. Ihr seid tot. Hier drüben. Ihr seid tot. Hört sich ein bisschen anders. Genug. Also, ich kann nicht wirklich hier beleben, offensichtlich. Boah, von einem Motor mit der einen an den anderen. Na toll, hier lang geht's also auch nicht weiter, so wie es aussieht. Oder? Hier ist zu. So, pass doch auf! Was sagst du, Othorn? Himmelsrand. Na, dann wollen wir sowieso nicht zurück. Ah, keine Stiefel. Echt blöde Idee. Mehr habt ihr nicht.
Ja, ich noch was zu holen. Nee, ist okay. Deckung! Mit der Deckung weg. Okay, weiter geht's. Okay, weiter geht's. Ihr also seid in mein Haus geplatzt und habt meine Projekte zunichte gemacht. Wie schön, euch kennenzulernen. Wer seid ihr? Namen spielen keine Rolle mehr. Ihr könnt mich die Ruferin nennen. Also habt ihr einen Grund dafür, ein solches Chaos anzurichten? Ich bin die Bücher aus der Akademie hier. Ihr gehört also nur zu Ahrens Lakaien. Wie schade. Ihr seht mir sehr vielversprechend aus. Ihr kommt hierher, tötet meine Assistenten und unterbrecht meine Arbeit. Ihr habt mich verärgert. Da werde ich euch wohl kaum etwas geben. Darf ich die Bücher haben? Ach, auf einmal sagt ihr bitte und danke. Ich fürchte, für Nettigkeiten ist es jetzt zu spät. Ich gebe euch die Chance, euch umzudrehen, zu dieser Tür hinauszugehen und nie mehr wiederzukommen. Und ihr solltet euch besser beeilen. Vielleicht können wir ein paar testen sollen. Eine Vereinbarung, nachdem ihr so viel zerstört habt. Schön, überlasst mir den Elf. Ihr könnt mit euren Büchern gehen. Ich, Moment mal, was? Sie bekommt die Bücher, ich bekomme euch. Es ist ganz einfach. Aber warum? Euer kleines Abenteuer hat mich etliche Testsubjekte gekostet. Ich brauche mehr und ihr passt da wunderbar. Das würdet ihr doch nicht tun, oder? Ihr würdet mich doch nicht mit ihr hier lassen. Ich warte. Was? Okay, alles klar, also. Mich zu erzählen, dass ich sowieso wieder suche, mein Chef nahe mit den Atronachen. Ich habe das ganze Rekord immer überspringen. Ich soll, ihr müsst ja auch wohl nochmal ansprechen, schätze ich mal. Also, ich versuche jetzt einmal zu schaffen, ohne jetzt halt. Ihr also seid in mein Haus geplatzt. Er hat doch jetzt Zeittränke. Oh, egal. Wie schön, euch kennenzulernen. Das Spiel wird einfach wie gesagt. Ihr kommt hierher, tötet meine Assistenten und versucht ihr. Nun, dann werdet ihr gar nicht mehr hier weggehen. Ihr seid tot. Nein. Da kurz noch mal heilen. Hatte der Herr das für Heiltränke?
Hey, sie war schon tot. Und besser. Warum bin ich bloß hierher gekommen? Ich werde mich jetzt nicht alle vorlesen. Weil jeder keine Lust habe. Nun, es hat sich ja alles in Wohlgefallen aufgelöst, nicht wahr? Ich weiß eigentlich, was ich wollte. Daran besteht kein Zweifel. Ihr geht also zurück zur Akademie. Ich warte wohl besser noch ein Weilchen, bevor ich mich dort wieder zeige. Über diese Angelegenheit muss erst einmal etwas Gras wachsen. Ihr versteht. Man muss bestimmten Beteiligten die Chance geben, zu vergessen, was ich möglicherweise getan habe. Trotzdem habt ihr mich aus diesem Käfig geholt und das werde ich nicht vergessen. Habt vielen Dank und viel Glück. Ah, es fällt auf jeden Fall mehr als meins. Und zwar ist er auch verzaubert. 15? Wenig besser. Aber nur Verzauberung. Alter, ist ein Pferd passiert. Lebt es noch oder ist es jetzt draußen gestorben? Also, ja, ich bin früher auf jeden Fall noch hier. Toll, wir sind sie. Ich habe hier den Fehler, mit diesen nicht anzulegen. Super. Mensch, ja kurz. Yeah.
Na, das ist nur der Anfang. Okay, der Pferd, wir sehen Pferd noch nicht, oder ist es tot? Ah, mein Pferd lebt noch, alles klar. Das ist schon eine gute Nachricht. So, HDMI. So. Ups, egal. Eigentlich wollte ich ihm noch was verkaufen, aber war ja auch besser vorher, sonst. Ich verkaufe besser jetzt immer, dass ich danach Sachen hab. Obwohl. Ich kann sowieso wahrscheinlich nicht mehr kaufen und verkaufen. Außer die Hände in der Akademie, aber die haben ja, glaube ich, ja nur bestimmten Sachen. Wer bist du denn? Das sind Lügen. Alles Lügen. Mir ist es egal, was sie euch gesagt hat. Es sind alles Lügen. Von wem redet ihr hier? Faralda. Tut nicht so, als hätte sie nichts gesagt. Ich kenne sie. Ich weiß, was sie im Schilde führt. Ja, das könnte ihr wenig Hilfe gebrauchen. Und ich könnte tatsächlich etwas Hilfe gebrauchen, ja? Faralda hat etwas vor. Und ich will wissen, was es ist. Ich will ihre Notizen. Meint ihr, ihr könnt sie für mich besorgen, ohne dass sie es merkt? Also ich mich dabei raus. Ich gebe euch etwas Geld dafür. Abgemacht. Holt einfach die Notizen und bringt sie mir. Wenn ihr es nicht könnt, finde ich eine andere Möglichkeit, sie mir zu besorgen. Das ist jetzt wohl ein Bug oder so, aber egal. Gut, gut. Sie hat nicht gesehen, wie ihr sie genommen habt. Also gut, das sollte reichen, um herauszubekommen, was sie im Schilde führt. Dann kann ich dafür sorgen, dass es nicht funktioniert. Gute Arbeit. Hier, nehmt das und haltet den Mund. So weit, so gut. Oh. Ich werde die Ork-Festung wissen lassen, dass man euch vertrauen kann. Nun solltet ihr dort willkommen sein. Kennt ihr ja schon in Bücher. Und sieh einer an. Und ihr scheint auch noch unversehrt zu sein. Danke. Ich werde die Bücher durchsehen und Mirabelle Bescheid geben, wenn ich etwas Interessantes finde. Die Nacht der Tränen, was? Ich erinnere mich. Na, das ist ja interessant. Habt ihr es gelesen? Wenn ich mich recht entsinne, dürfte das interessante Auswirkungen haben. Ihr solltet es Tolf dir gegenüber erwähnen. Und hier, ihr habt ihr euch redlich verdient. Bis.
zum nächsten. Wie ihr seht, haben wir Jens Michael etwas gelevelt. Das ist schon mal was Vorteil, das ist schon mal sehr vorteilhaft. Wenn ich mich schon mal etwas leveln. Aber jetzt hoffe ich, gehe ich erstmal in das eigene Zimmer halt. Da ich das Feuer nicht verkaufen will, oder nicht so. Und ich würde sagen, das spreche ich jetzt im nächsten Video. Machen wir einen weiteren halt mit der Akademie-Quest. Ich glaube, ich werde dann vielleicht noch direkt schlafen, direkt verkaufen. Ja, nee, das ist doch mein Zimmer, oder? Nee. Da war es wohl doch das hier. Das hier war es, ja. Ich habe jetzt das andere, aber ich habe jetzt das Herz abgelegt. Ah, hier, oder? Ja. Ich zahle dafür doch eine Goldmünze. So. Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Also ist verkaufen. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Das ist ja habe ich jetzt ins Fest abzulegen, aber das hier brauche ich bestimmt nicht mehr. Das hier wollte ich auch verkaufen. Essen, sonstiges. Auf Wiedersehen. Hätte jetzt den Waffen abzulegen, obwohl wahrscheinlich wäre auch ein Pferd hätte eigentlich hier stehen lassen.
Attentäter. Tatsächlich die Ausdauer zahle ich außerhalb von Gebäuden und Türen und so. Also lädt sich nicht, also regeneriert sich nicht wieder. Okay, also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Und wenn ihr fürs Zuschauen seid, bitte Daumen hoch und ein Abo da und kommentiert auch. Wir werden euch sehr unterstützen. Aber bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.